Hallo Leute, hier ist wieder Remake und diesmal zeige ich euch, wie ihr vom Kreuzritter das Sucher des Lichtset-Portal alleine meistern könnt. Zum Equip habe ich 5 Teile vom Set wie immer und Ring des königlichen Punkts im Würfel. Sonst habe ich nichts Besonderes, da habe ich das Höllenfeuer-Amulett, Gabriels Unterarmschienen, Heiliger Gurt, Flammengänger und Fegelis Ansturm mit Schild des Rosses. Also nichts wirklich Besonderes dabei, dann noch Zurückhaltung und Fokus. Im Würfel habe ich der Schmelzofen, weil ich mir zu wenig Schaden an Elite-Gegner gehabt habe. Deswegen habe ich den dann reingenommen, damit ich die schneller down bekomme. Leorix Krone, dass die Abklingzeit nochmal ein bisschen weiter runter geht, um himmlische Vollstreckung schneller down, ready zu haben und Ring des königlichen Punkts. Ich bin diesmal ein bisschen auf Leben gegangen, weil ich ein paar Mal gestorben bin beim Testen und deswegen habe ich mir ein bisschen mehr Leben mitgenommen. Zu den Skills habe ich gesehen, da haben wir mit Grenzenlos, Gebot der Gerechtigkeit mit Glaubensrüstung, Provokation mit Schlagmilch, Kavallerie, Stadt und Bewährter Rossharnisch, himmlische Vollstreckung, rasanter Sturz, Akarat Champion mit Zusammenreißen und bei dem Passiven habe ich Heilige Mission, weil wir Heiligschaden machen und dann wird der Damage halt gebufft. Himmlische Stärke, damit wir den Morgenstern mit dem Schild tragen können. Dann Zermalm, damit wir ein bisschen mehr Schaden mit gesegnet Hammer machen. Und Pracht, weil wir haben einige Edelsteine und dann haben wir nochmal einen Stärkeboost bekommen. Dann zeige ich euch noch den Weg. Der ist in Akt 2, uralte Wasserstraße. Dann geht ihr hier runter in überfluteter Durchgang. Dann geht ihr einmal einfach hier durch und dann ist es auch direkt hier. So. So, zu den Hauptzielen. Setzt himmlische Vollstreckung dreimal in 15 Sekunden ein. Also ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe mir erstmal eine große Mobgruppe gesucht und habe dann himmlische Vollstreckung angemacht, weil für jeden getroffenen Gegner reduziert sich die Abklingzeit. Dann habe ich halt direkt teilweise, wenn es eine große Gruppe war, das direkt wieder ready gehabt und konnte es wieder einsetzen. Und dann habe ich es halt nochmal eingesetzt, dann war die Abklingzeit ziemlich hoch und dann habe ich Akarat Champion eingesetzt. Und dann ist er auch wieder extrem niedrig und dann schafft man es in 15 Sekunden locker dreimal einzusetzen. Also man braucht nur eine große Mobgruppe und Akarat Champion ready und so macht man das dann eigentlich immer. Also es gibt auch noch irgendein Zweihandschwert, dass man das zweimal hintereinander in 4 Sekunden einsetzen kann oder so. Ich habe das aber nicht da gehabt, deswegen habe ich das jetzt mit der Taktik gemacht, weil ich keine Lust hatte, noch extra ein neues Schwert dafür zu farmen. Ging aber so auch extrem gut, also ich habe das beim zweiten Anlauf, wo ich wirklich dann die Stats hier hatte, gemacht und werde von keinem Mörser getroffen, habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, hat sich einfach so ergeben, ich wurde nie von einem Mörser getroffen und ich habe auch gar nicht darauf geachtet, dass ich nicht von einem getroffen werde, ich habe einfach alles getötet und auf auf das erste Hauptziel geachtet und ja, also das macht sich eigentlich von alleine oder ich hatte einfach Glück, dass ich von keinem getroffen wurde. Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe es beim zweiten Mal gemeistert, davor habe ich ein paar Testläufe gemacht und verschiedene Sachen ausprobiert. Und so hat es bei mir am besten geklappt, auf jeden Fall. Wenn ihr noch sehen wollt, wie ich die anderen Setportale gemeistert habe, dann schaut in die Videobeschreibung, da sind die Links zu den anderen Videos. Und ja, jetzt viel Spaß beim Video und wie immer würde ich mich über ein Abo freuen.